Girls Day Girls, das ist euer Tag. Heute geht es um eure Zukunft und den Beruf, den ihr vielleicht einmal ergreifen werdet. Ihr bestimmt, was ihr machen wollt und nur ihr. Man kann ja nicht jeden Tag den Bundeskanzler sehen. Und jetzt halt wirklich mal so persönlich zu sehen, das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Der Girls Day hilft dabei zu entscheiden und zu entdecken, was alles möglich ist. Einiges davon sehen wir heute hier. Heute machen wir MINT erlebbar. MINT-Berufe. Wir wollen zeigen, dass das nichts für Jungs alleine ist, sondern dass das etwas ist, was Mädchen genauso gut können. Was aufregende Berufe sind, die Spaß machen und die man sich für die Zukunft vorstellen kann. Es war sehr aufregend, aber er war sehr freundlich und hat sehr interessiert zugehört. In der Schule gibt es ja nicht wirklich solche Fächer und man hat davon noch nicht wirklich viel gesehen. Und jetzt mal solche Experimente zu machen und auch wie die im Alltag eingebaut werden, fand ich sehr interessant. Also diese Veranstaltung dient dazu, dass Mädchen sich mehr trauen, andere Jobs machen, also generell wissenschaftliche Jobs. Ich habe ihm halt quasi erklärt, wie die 5G-Übertragung geht. Das war an der Box quasi sehr schön zu sehen, wie die Daten übertragen werden und verschlüsselt und in den Binärcode und alles. Das habe ich ihm erklärt. Mich hat überrascht, dass so viele Strategien so viel erreichen können. Und es braucht echt nicht lange, bis man es verstanden hat. Und dann läuft's. Liebe Mädchen, ihr habt alle Möglichkeiten. Nutzt sie, seid mutig. Geht euren Weg und wählt einen Beruf, der euch Spaß macht. Es ist wichtig, dass Unternehmen sich engagieren. Und es ist wichtig, einfach zu zeigen, wie stark sich auch Technik und IT verändert haben, wie interdisziplinär sie geworden sind. Und dafür stehen heute einfach auch ganz viele Exponate, die wir haben. Wir zeigen heute anhand klassischer Objekterkennung das Thema künstliche Intelligenz, da es in der Zukunft immer wichtiger werden wird. Und deswegen möchten wir auf jeden Fall die Schüler ein bisschen KI-kompetent machen. Wir stellen heute den Beruf der Softwareentwicklerin und Fachinformatikerin vor. Wir haben einen Chatbot, der ist an diesem 3D-Drucker konfiguriert und angebunden. In den Chatbot hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Mädels müssen diesen Fehler lösen und haben dann am Ende ihre eigene 3D-Schokolade, die sie selbst konfiguriert haben. Die Mädchen heute bei unserem Stand bei der smarten Fabrik konnten lernen, wie leicht Programmieren ist. Und wir konnten sie echt dafür begeistern, gerade auch zu merken, wie Teamarbeit funktioniert. Dass die einzelnen Stationen der smarten Fabrik nur funktionieren, wenn man Hand in Hand miteinander arbeitet. Und diese Begeisterung zu spüren, war heute einfach toll. Wir zeigen den Mädchen heute, wie man smarte Technologien im Katastrophenschutz einsetzen kann und Drohnen verwenden kann, um vermisste Personen zu erkennen und Rettungskräfte zu unterstützen. Wir versuchen heute von der Telefonica den Mädchen zu zeigen, wie Mobilfunk funktioniert. Die Übertragung von einem Handy über die Mobilfunkstation zu einem anderen Endgerät, das ist das Ziel heute und damit Geschmack zu machen für Informatik und Kommunikationstechnik. Wir zeigen den Mädchen heute, wie digitale, nachhaltige Landwirtschaft funktionieren kann. Das heißt, wir haben einen Roboter mitgebracht, wo wir zeigen können, welche Daten generiert werden und was eigentlich für Berufsfelder dahinter stecken. Also von Mechatronikerin bis Agrarwissenschaftlerin, Biologin. Was machen wir mit den Daten und wie können wir nachhaltiger werden? Ich finde, die Aufmerksamkeit sollte mehr darauf gelegt werden, dass Frauen einen höheren Anteil in solchen Berufen kriegen, generell in Berufen. Ich finde, das ist immer noch viel zu wenig. Es geht halt auch in allen Jobs irgendwie darum, dass ich als Frau gleich stehe mit Männern.